Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich möchte natürlich auch im Namen meiner Fraktion allen neu gewählten Kollegen und Kolleginnen hier viel Glück wünschen, gute Zusammenarbeit wünschen und vor allem auch wünschen, dass wir als Europäisches Parlament klare und deutliche Signale aussenden. Und zwar, dass wir hier tatsächlich die Stimme jener vertreten, die darauf warten, dass in der Europäischen Union eine Politik der sozialen Verantwortung, des solidarischen Miteinanders, der ökologischen Verantwortung und auch, ich sage es jetzt bewusst, auch des Tierschutzes, der Tierrechte mit vertreten werden. Meine Fraktion ist größer geworden. Meine Fraktion ist größer geworden und ich bin stolz darauf, weil wir uns auch verbreitert haben. Das heißt, wir haben auch Parteien, Bewegungen in unserer Fraktion, die über unser bisheriges politisches Spektrum in der Lage sind, Stimmen von Menschen aufzunehmen, die bisher in dem politischen Establishment der Europäischen Union unter den Tisch gefallen sind. Und ich glaube, das ist ein Zugewinn an Demokratie, wenn es uns gelingt, die Stimmen jener, die am meisten unter der Krise gelitten haben und leiden, hier in das Parlament zu bringen und gleichzeitig zu machen, liebe Institutionen, Rat und Kommission, ihr seid gemeinsam mit uns verpflichtet, hier endlich eine andere Politik zu betreiben. Wir haben in den letzten Tagen gehört, dass der Gipfel ja vor allem eine Auseinandersetzung mit den Vorstellungen Großbritanniens gewesen ist, wie das künftig weitergehen soll, dass die Personalie Juncker nicht unterstützt worden ist. Ich habe so diese große Differenz zur britischen Politik im Rat nicht gespürt. Ich habe eher den Eindruck gehabt, dass Thatchers Losung "There is no alternative", Tina-Politik, dass die einfach weiter betrieben wird. Die ist doch die Grundlage für das, was der Rat in den letzten Jahren gemacht hat und was er offensichtlich auch nach den Europawahlen weiter betreiben will. Wo sind die Überlegungen, die Schlussfolgerungen, wie man mit dem Wahlergebnis umgeht, mit der Aussage von Wählerinnen und Wählern, von Millionen Wählerinnen und Wählern, die sagen, wir wollen keine EU der Liberalisierung von Rechten, der Privatisierung, der drastischen Kürzungspolitik, die vor allem die Existenzrechte und Existenzmöglichkeiten von Millionen von Menschen bedrohen. Wir wollen Antworten haben. Wir wollen konkrete Antworten haben zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit junger Menschen. Wir wollen Antworten haben, wie die EU-Freihandelsabkommen geändert werden können. Wir haben da nichts zu hören bekommen. Wir haben nur gehört, dass letztendlich auch mit dem Beschluss zum europäischen Semester der Druck auf die Mitgliedstaaten weiter erhöht wird. Hier möchte ich klar sagen, wir wollen Antworten und wir werden mit jeder Sitzung, und das verspreche ich Ihnen jetzt schon, mit jeder Rede eines unserer Abgeordneten werden wir genau darauf aufmerksam machen und diesen den Finger weiter drauflegen. Im Übrigen, das als letzter Satz, wir sind auch stolz drauf. Wir haben es als einzige Fraktion geschafft, dass wir mit 26 Frauen und 26 Männern hier vertreten sind. Vielen Dank. Das, denke ich, ist auch ein Ergebnis.